Und damit hallo und herzlich willkommen zum Review eines weiteren eingestaubten Sets, und zwar dem Desert Skiff. Um konkret zu sein, nicht nur dem Desert Skiff, sondern auch den Sarlacc Pit, welchen es ohne CGI in Star Wars Universum niemals gegeben hätte. Als dieses Set im Jahre 2012 herauskam, war es das erste Mal seit einer langen Zeit, dass wir wieder ein Desert Skiff einzeln gesehen haben. Vorher gab es nämlich einen Desert Skiff noch in der Jabba's Segelbarke, aber das hier ist ein Standalone Set, und jetzt aktuell gibt es ja auch einen Rumor, dass gegen Ende des Jahres ein neues Desert Skiff rauskommen soll. Wir konzentrieren uns heute aber auf das Modell aus 2012. Eine Box zu diesem Set kann ich euch nicht zeigen, aber was ich habe, ist die Anleitung. Sehr schön auf der Vorderseite zu sehen, das Boxart aus 2012. Und zu meiner Überraschung ist diese Anleitung doch sehr, sehr dick. Diesen schicken Darth Maul hier oben finden wir übrigens auch in der Anleitung überall oben an den Seiten wieder. Ganz leicht ist er schemenhaft dargestellt. Starten tun wir in der Anleitung übrigens direkt mit Tüte 1 und Boba Fett. Und hier wird euch nochmal gezeigt, wie ihr die Teile lagern sollt. Hinten haben wir nochmal die Windseite, und hier haben wir ein kleines Comic, Werbung für Lego.com, den Lego Club. Eine Auflistung aller Sets von damals haben wir natürlich auch. Oh, das ist Desert Skiff. Habe ich offensichtlich den Sassy Tint Starfighter, habe ich auch. Den Old Republic Starfighter, den konnte ich damals nie so wirklich zuordnen und mochte ich auch nicht. Das Gungan Sub, heute sehr viel wert mit Queen Amidala. Den Jabba's Palast, oh, es war legendär damals. Du hast wirklich jedes Jahr ein, zwei Tatooine Sets bekommen, um dann Episode 6 richtig gut nachkreieren zu können. Die Malevolence habe ich. Und noch der Fury Class Interceptor. Auch ein sehr, sehr begehrtes Set heutzutage. Links davon ein weiteres Comic mit expliziten Szenen aus Episode 6, aber eben nachgestellt mit diesem Desert Skiff. Richtig, richtig cool. Dann haben wir natürlich auch noch unsere allzeit beliebte Teilauflistung auf zwei Seiten. Und im aufgebauten Zustand sollte es so aussehen. Ich habe das vor einigen Jahren sehr gut hinbekommen. Unsere erste Minifigur und auch meine erste Luke Skywalker Minifigur ist hier offensichtlich Luke Skywalker. Hier noch mit dem alten Blondton auf den Haaren. Ein nicht milchiges Lichtschwert, waren das damals Zeiten. Auffällig finde ich hier, dass man ihn einem recht grauen Tor so gegeben hat. Warum grau? Ja, in einigen Szenen wirkt er halt in Episode 6 grau. Und das hat Lego hier dann einfach auch so übernommen. Er hat leider keine Beinbedruckung und auch keine zweite Gesichtsbedruckung. Spektakulär finde ich trotzdem, dass er eine sehr gute Rückenbedruckung hat. Heutige Luke Skywalker Modelle sind wesentlich akkurater. Ich verbinde aber trotzdem noch ein ganz besonderes Gefühl mit dem aus 2012. Als nächstes hätten wir hier einen Charakter, von dem ich sehr, sehr lange dachte, es wäre ein Weequai. Dabei habe ich erst vor kurzem herausgefunden, dass dieser Skiffguard ein Klatoianer ist. Das ist der Typ hier, der ist ein wenig gestorben im Film. Diese Minifigur ist übrigens auch exklusiv für dieses Set. Ich stelle euch mal hier so kurz einen Weequai daneben. Da kann man schon mal wirklich drauf kommen, dass der Linke ein Weequai ist, wenn man sich noch nicht allzu sehr mit Rassen im Star Wars Universum auseinandergesetzt hat. Auffällig finde ich vor allem bei unserem Klatoianer diese stark roten Hosen hier. Keine Beinbedruckung. Auch keine zweite Gesichtsbedruckung, aber ich fühle diesen Munitionsgürtel hier an seinem Torso und darunter diese beige Weste. Sieht richtig, richtig cool aus. Man sieht auch noch dieses weiße Hemd da durchschimmern, wenn das mal nicht Torso-Qualität aus 2012 ist. Und diese Details finden sich übrigens auch hier überall am Rücken wieder. Richtig, richtig cool. Mein persönlicher Favorit aus diesem Set ist hier Lando Calrissian als Skiffguard. Lando Calrissian in seiner Skiffguard-Uniform haben wir ja bisher nur zweimal gesehen, und das hier ist die wesentlich modernere und aktuellste Version. Auch er keine Beinbedruckung, das zieht sich durch 2012 wirklich durchgehend. Ausgestattet ist er mit seiner Lanze hier. Diese Teile findet man normalerweise im Mittelalter-Sets, aber eben auch hier. Persönlicher Favorit an dieser Minifigur ist diese Torso-Bedruckung. Da hat man die Rüstung dieses Skiffguards echt extrem gut nachgedruckt. Übrigens ist es auch meine erste Lando Calrissian Minifigur gewesen. Auf dem Rücken finden wir nochmal die Schnallgurte von der Rüstung. Ein weiteres Highlight ist dieser Helm von Lando Calrissian, welcher ja im Film über eine gute Zeit seine wahre Identität verschleiert hat. Ich finde es schon sehr, sehr beeindruckend, wie viel Mühe sich Lego mit diesem Helm gegeben hat. Diese kleinen, feinen Bedruckungen, zum Beispiel hier vorne das Weiß, ist bestimmt maschinell gesehen nicht einfach aufzubringen. Schließlich ist das ja auch schon ein paar Jahre her. Unsere letzte Minifigur und wahrscheinlich auch der damalige Kaufgrund von vielen Leuten ist hier Boba Fett. Und ihr braucht es mir nicht nachzusprechen, er hat nämlich Beinbedruckung. Sehr innovativ, auch damals an den Füßen. Und hier in 2012 war auch schon das neue Helmteil entwickelt worden. Cool finde ich, dass Boba Fett hier mit seinem Stoffgelb kommt. Keine Armbedruckung leider. Jetpack hat er auch, und unterm Helm sieht er so aus. Lego hat sogar darauf geachtet, dass man ihm viele Bartstoppeln und die Narbe gegeben hat. Finde ich richtig cool. Zweite Gesichtsbedruckung hat er nicht. Heutige Boba Fetts unterscheiden sich von diesem kaum noch. Lego hat nur das Design der Waffen ein bisschen abgeändert. Hier oben den Helmprint ein wenig runtergezogen und vor allem die Armbedruckung hier bearbeitet. Wie schon angesprochen, besteht das Set nicht nur aus dem Desert Skiff, sondern auch aus dem Sarlacc Pit, in welchem Boba Fett ja reinfällt. Und diese sehr, sehr einfach gestaltete Sarlacc Grube lässt es auch zu, dass wir da eine Minifigur reinplatzieren können. Stellen wir mal Boba Fett da hinein und nom nom nom, schon hat er ihn gefressen. Diese Tentakel oder Arme, ich weiß nicht, wie man das nennt, sind drehbar, sowohl das obere Teil als auch hier das untere. Hier an den Rändern sehr, sehr schöne Details mit den Zähnen. Das Ganze ist auf einer
sehr, sehr soliden Grundplatte gebaut, keine Kleinteile. Wenn man sich das Desert Skiff mal so anschaut, bin ich schon sehr, sehr froh, dass Lego nur 4 Minifiguren in diesem Set eingefügt hat. Eigentlich wären bei diesem Desert Skiff ja mehr Figuren vonnöten gewesen, Han Solo und Chewbacca, vielleicht noch ein Guard mehr, aber bei der Masse an Figuren hätten die nicht mehr hier raufgepasst. Keine Sorge, gleich geht's weiter. Ich wollte schnell eben mal über den Discord-Server informieren, wo ich gerade verpartnert bin, und zwar über Galaxie der Steine. Habt ihr eine Videoidee, schreibt sie uns und mit etwas Glück werden sie von uns umgesetzt. Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr den Discord-Server beitretet. Wir sehen uns dort. Hier vorne für die Front wurden sehr, sehr große abgerundete Teile verwendet. Finde ich auch sehr gut, dass Lego das gemacht hat. Das ist auf jeden Fall sehr filmakkurat. Weiter hinten finden wir hier 2 von diesen netten Reling-Teilen und in der Mitte eine Sitzbank. Und diese Sitzbank ist auch gleichzeitig ein sehr leicht abnehmbarer Deckel und darunter ist ein Verstauraum für Blaster. Ganz hinten befindet sich dann auch die Kontrolleinheit mit 2 Hebeln. Selbstverständlich können wir doch eine Minifigur ranstellen. Links und rechts haben wir auch noch diese Flügel oder Stabilisatoren. Die könnt ihr so weit nach unten machen oder so weit nach oben machen, je nachdem, wie es euch beliebt ist. Die sind auch 360 Grad drehbar. Wie man hört, sie quietschen, also es hat schon ein bisschen Staub angesetzt. Für einige von euch mag diese Konstruktion hier ein wenig wackelig aussehen, ist es aber nicht. Die sind sehr, sehr stabil gebaut. So schnell fällt da nichts ab. Im unteren Bereich des Desert Skiffs finden sich noch diese 6 durchsichtig transparenten Zylinderteile. Die sind einfach dafür da, dass der Desert Skiff ein bisschen höher steht. Und vor allem sind die wichtig für ein Playfeature, was ich euch gleich zeigen werde. Vorerst möchte ich aber nochmal diesen sehr, sehr innovativen Stud-Shooter zeigen, welcher dort echt beschissen rangemacht worden ist. Also den zum Flicken zu bringen, das ist... Wie hat sich Lego das vorgestellt? Die einzige wirkliche Möglichkeit ist halt daran zu drücken. Flicken ist da nicht viel. Auf der anderen Seite des Desert Skiffs findet sich dann die angesprochene wichtige Funktion. Und zwar können wir natürlich noch die Rampe hier rausfahren. Oder einfach schlicht und ergreifend Planke genannt. Und natürlich gibt es hier auch 2 Studs, wo wir Luke Skywalker raufstellen können. Der kann dann dort seine akrobatischen Kunststücke vorführen und unseren Helden den Tag retten. Ein bisschen negativ finde ich anzumerken, dass Luke Skywalker nur hier vorne platzierbar ist. Sprich, hier vorne ist nur ein Fixpunkt und hier hinten ist alles abgefließt. Es sieht zwar cool aus, aber Luke Skywalker, wenn wir den da raufstellen, dann kann der doch leicht unterfliegen, wenn wir das Set bewegen. Ich habe auch mal nebenbei Boba Fett und Lando Calrissian darauf platziert. Und wenn wir die Rampe mal einfahren und Luke Skywalker dazustellen, dann sehen wir schon, es ist nicht wirklich viel mehr Platz für eine Minifigur, aber mit diesen nötigen Figuren kann man auch die Szene aus Episode 6 sehr gut nachstellen, also was will man mehr? Ja, und alles in allem war es das jetzt mit diesem Desert Skiff Review. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Aus heutiger Sicht würde ich diesem Set auf jeden Fall gute 9 von 10 Punkten geben. Ich selber sehe an diesem Set nichts Erwähnenswertes Negatives. Die Dinge, die mich stören, sind ja offensichtlich gewesen oder habe ich angesprochen. Ich freue mich schon sehr, sehr auf ein Remake von diesem Set. Und natürlich ist eure Meinung gefragt, schreibt sie in die Kommentare. Und dann hören wir uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin, ciao, ciao.